Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher in der vedischen Astrologie. Ja, in diesen circa 20 Minuten geht es um die Deutung des Monats Februar 2008 anhand der Transite der einzelnen Planeten für den jeweiligen Aszendenten ihres Horoskops. Nun gibt es ja 12 verschiedene Aszendenten und diese müssen Sie kennen, damit Sie wissen, welches Video Sie auswählen können. Darum bitte ich Sie, dass Sie dann, wenn Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja, diesen gerne bei mir erfragen können, selbstverständlich gratis. Dazu befindet sich unterhalb dieses Videos ein Link für Sie vorbereitet, mit dem Sie mir Ihre Geburtsangaben mitteilen können und ich teile Ihnen dann kurzfristig Ihren Aszendenten mit. Denn in der indischen, sprich vedischen Astrologie ist es so, dass der Aszendent viel, viel wichtiger ist wie das sogenannte Sonnenzeichen, das in der westlichen Astrologie für die Transite verwendet wird. Und so bitte ich Sie, dass Sie das Video nehmen, ja, entsprechend Ihrem Aszendenten und nicht anhand Ihres Sonnenzeichens. Ferner ist es so, dass Sie übrigens auch mit diesem Link den Planeten von mir mitgeteilt bekommen können, der Ihre Seele beschreibt, sprich Ihren Seelenplaneten. Denn auch das ist ein weiteres Gratisangebot, das ich Ihnen anbieten möchte. Sie haben in der indischen Astrologie, ist der allerwichtigste Planet, nämlich derjenige, der Ihre Seele beschreibt. Und falls Sie den noch nicht kennen, ja, teile ich Ihnen dies auch gerne gratis mit, ja. Und Sie bekommen eine einseitige Beschreibung als PDF-Dokument über Ihren Seelenplaneten. Dies hat aber jetzt mit der Deutung dieser Monatsvideos nichts zu tun. Nur ich wollte Ihnen dies halt auch anbieten als ein weiteres Gratisangebot. Ja, dann weiter. Wichtige Information, bevor wir dann gleich bald loslegen. Am 15. Februar, ja, haben wir eine partielle Sonnenfinsternis, die jetzt zwar nicht über Mitteleuropa sichtbar sein wird, die aber trotzdem Wirkungen hat. Und so ist es aus Sicht der indischen Astrologie nicht günstig oder nicht anzuraten, 3 Tage vor der Finsternis, sprich 12., 13. und 14. Februar, am Tag der Finsternis sowieso nicht, aber auch noch 3 Tage danach, 16., 17., 18., ein für Sie wichtiges Vorhaben zu starten, ja, sprich einen Notartermin wahrzunehmen, ein Eheschließungsdatum in diese Zeit zu legen oder eine neue Arbeit zu beginnen oder andere wichtige, bedeutungsvolle Projekte in diesen 7 Tagen, wie eben erwähnt, zu starten, denn die Aussichten dieser Projekte sind in ihrem Erfolg deutlich geschmälert. Dann noch 2 kleine Hinweise in eigener Sache. Und zwar, ich darf Sie einladen zur sogenannten Gratis-Zukunftsblick-Erforschungsreise. Sprich, Sie können durch mich 5 Wege lernen, wie Sie mehr über Ihre eigene Zukunft erfahren können. Wenn Sie das interessiert, welche Chancen und Möglichkeiten Ihnen Ihre Zukunft für das Jahr 2018 bietet, dann biete ich Ihnen eine gratis Erforschungsreise hierzu an. Dies wird ab dem 3. Februar soweit sein. Und Sie können auch dazu sich unterhalb dieses Links eintragen, um sich anmelden zu können. Alles Weitere kommt dann eben mit E-Mails zum Ablauf und. Und will auch gleich noch darauf hinweisen, dass bei Teilnahme
an dieser Gratis-Erforschungsreise auch die Möglichkeit winkt, verschiedene Amazon-Gutscheine im Wert von 10 oder auch sogar 30 Euro gewinnen zu können. Ja, und wie gesagt, auch dazu ist der Link unterhalb des Videos vorbereitet. Ja, und dann noch etwas ganz Wichtiges. Und zwar meine Frau Brunhilde Feiner, die ja ebenfalls hauptberuflich als vedische Astrologin arbeitet, hat ja schon viele Jahresdeutungen jetzt gemacht für das Jahr 2018 für viele Menschen. Und sie hat jetzt nur noch 4, die sie machen möchte, weil diese Aktion wird dann abgeschlossen. Und zwar sind jetzt nur noch 4 übrig. Sie sehen, hier habe ich gerade die Internetseite noch abkopiert, da waren es noch 6. Jetzt sind es aber nur noch 4. Noch 4 will sie machen, dann wird die Aktion geschlossen bei Bestellung bis zum 31.01. Wenn Sie dabei sein wollen, unterhalb des Videos ist auch der Link vorbereitet, wie Sie zu Ihrer Seite kommen, um das Horoskop für Ihre Sterne 2018 bestellen zu können. Falls die 4 dann schon weg sind, die jetzt noch offen sind, wundern Sie sich nicht, wenn der Link nicht mehr geht, weil der wird dann runtergenommen. So, dann sind wir soweit und können jetzt einsteigen, wie sich Ihre Chancen und Möglichkeiten anhand der Positionen der Planeten für den Februar 2018 darstellen. Nun werfen wir für Sie als Aszendent Krebs einen Blick in die Sterne für den Monat Februar 2018. Ja, dazu lassen wir gleich mal den Chart einschweben, dann wissen wir, wo sich die Planeten befinden am Himmel. Wir beginnen gleich mit der Sonne. Die ist ja sehr wichtig, weil sie repräsentiert mit ihrem Lebenspfad, womit sie sich beschäftigen wollen. Und wir sehen auch gleich, dass Venus und Merkur, die ja immer in der Nähe der Sonne sind, auch die gleichen Lebensbereiche betonen. Und zwar haben sie bis 17. Februar Sonne und Merkur im 8. Haus. Dann gehen ab 18. Februar diese beiden Planeten in das 9. Haus für die verbleibenden knapp 10 Tage. Und Venus wechselt ja schon am 10. Februar in das 9. Haus, nachdem sie zuvor die ersten 10 Tage circa in Haus 8 ist. So sehen wir an diesem Bild, dass in den ersten 18 Februartagen die Themen des 8. Hauses eben für sie präsent sind in ihrem Horoskop. Nun, das 8. Haus ist ein sehr spannendes Haus. Das bedeutet ja, dass die Energien des 8. Hauses nun auf ihre Planeten einwirken, die ja bestimmte Lebensbereiche, Persönlichkeitsaspekte von ihnen repräsentieren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie zeigen sich so Energien für Sie? Nun, grundsätzlich ist es so, das 8. Haus ist ein ungünstiges Haus in der indischen Astrologie. Es ist das Haus der Schwächen. Aber ich muss immer gleich dazu sagen, letztlich gibt es ja aus einer höheren Warte betrachtet kein Gut oder Schlecht, sondern es gibt ja nur eine Bewusstwerdung, einen Lernprozess. Und wenn diese Planeten ja jetzt bis 17. Februar durch das 8. Haus wandern, dann bedeutet dies, dass ihnen in den ersten knapp 17 Tagen des Februars mehr ihre Schwachstellen in ihrem Leben gespiegelt werden. Je nachdem, wie Ihr 8. Haus im Horoskop aufgestellt ist oder bestimmte Lebensthemen, erfahren Sie dies als anstrengender oder weniger anstrengend. Das bedeutet, Ihnen können nun Schwierigkeiten in der Beziehung bewusster werden. Ja? Dies auch deshalb, weil Sie ja ohnehin auch den Planeten Saturn in Ihrem 7. Haus haben im Transit. Das wird ja eh ein langfristiges Thema. Aber es können Ihnen auch andere Unarten an
Ihnen selber bewusster werden, die Sie noch bearbeiten wollen. Und ich animiere oder möchte Sie auch motivieren, ja, je bewusster Sie diese Energie nutzen jetzt im Monat Februar dafür, umso weniger braucht es die Schubser von außen. Das achte Haus ist auch das Haus der Reinigung, ja, oder das Haus der, ja, Haus der Sünden, sagt man. Aber bitte, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Karma, so sagt beispielsweise der große Mystiker und indische Guru Paramahansa Yogananda aus dem letzten Jahrhundert, ungünstiges Karma kann nicht bestehen bleiben, wenn es in dem Schmelztopf göttlicher Weisheit zur Auflösung gebracht wird. Was bedeutet das? Der Mensch lernt immer, leider meistens durch Schmerzen. Und das achte Haus, ja, das hat diese Qualität von Schmerz. Dadurch gibt es in dem ein oder anderen Lebensbereich blaue Flecken und dadurch lernen wir. Aber, jetzt kommt das positive Aber, wir wären nicht gezwungen, durch Schmerz zu lernen. Wir müssen nicht alles durchleiden, sondern wir können uns auch freiwillig auf die eigene Spur machen, auf den Kurs begeben zur eigenen Transformation, die wir bewusst machen. Und Achtung, jetzt kommen die positiven Bedeutungen des achten Hauses, denn dieses steht auch für Psychologie, Esoterik, die Auseinandersetzung mit dem Tod und Mystik. Was bedeutet jetzt das? Warum gehört das zusammen? Nun, das achte Haus mit diesen zuletzt genannten Bedeutungen würde Ihnen Instrumente an die Hand geben, also zum Beispiel, indem Sie sich mit Psychologie beschäftigen oder mit Astrologie, ja, das sind ja alles nur Methoden, um an sich zu arbeiten, um eben mehr innere Stärke aufzubauen, dass Sie auch die Angst vor dem Tod verlieren, das ist ja der maximale GAU, und dass Sie Ihre Schwächen auch teilweise annehmen, aber zumindest so in den Griff bekommen, dass die ihren Weg nicht mehr behindern oder geschweige denn andere verletzen. Und wenn Sie jetzt das bewusst machen und die Energie dafür nutzen, im Februar bis 17. Februar besonders betont, dass Sie sich mit solchen Fragen beschäftigen, ja, worin bestehen denn Ihre Schattenseiten? Wie wirken denn Ihre inneren Dämonen? Na, und da gibt es ja viele Felder. Wie schaut es denn aus mit Treue? Wie schaut es aus mit Ungeduld? Wie schaut es aus mit Süchten? Wie schaut es aus mit Ehrlichkeit? Wie schaut es aus mit Zuverlässigkeit? Wie schaut es aus mit Vertrauen? Na? Und. Und je weniger oder mehr von diesen Qualitäten halt hier vorhanden ist, umso mehr haben Sie noch innere Schwächen. Und diese inneren Schwächen zeigen sich dann durch das äußere Leben, weil das Äußere ist nur der Spiegel Ihres inneren Zustandes. So, und deswegen können Sie die Energien, die jetzt am Wirken sind von diesem achten Haus, entweder dafür bewusst nutzen, dass Sie sagen, okay, ich werde mich bis 18. Februar noch mehr einer Selbstanalyse unterziehen und nicht nur das erkennen und verstehen, sondern ich werde auch an mir etwas verändern. Darum geht es ja. Es geht ja nicht nur, man natürlich muss ich erst erkennen, bevor ich was verändern kann, aber es geht um die Veränderung. Also haben Sie beispielsweise bis heute von mir aus Heimlichkeiten vor Ihrem Partner? Dann ist es ein Erfolg, wenn Sie sagen, damit ist ab morgen Schluss, es wird klarer Tisch gemacht. Das und ich spreche mit meinem Partner drüber. Das wäre meinetwegen eine Veränderung. Oder Sie sind süchtig, meinetwegen in Form von Nikotin. Und jetzt sagen Sie, damit ist jetzt Schluss, ich höre auf, Ende. Das ist eine Veränderung. Wenn Sie aber nur bis zur Erkenntnis kommen, aber nichts verändern, tja, dann kommen immer mehr die blauen Flecken und das achte Haus liefert halt Impulse von blauen Flecken. Deswegen, wenn Sie die anderen Bedeutungen in der indischen Astrologie vom achten Haus anschauen, ne, da steht dann für, naja, reagiert der Körper,
Man kann leichter sich verletzen, es steht auch für Krise und Transformation. Aber nochmal, zwar führt es auch zu was Gutem, weil manche brauchen halt, ja, dass der Allmächtige ein bisschen mit dem Stecken antreibt, weil sonst nichts passiert. Aber ich empfehle Ihnen, das bewusster, freiwillig zu machen anhand der genannten Themen. Und die planetaren Energien gehen dann ab 18. Februar in ihr 9. Haus. Und das 9. Haus ist ein Glückshaus. Das bedeutet, nachdem wir an unseren Schwächen mehr gearbeitet haben, ja, was auch etwas anstrengender ist, weil Wachstum ist halt auch anstrengend, führt dies aber dazu, dass sie daraus eine bessere Zeit erhalten. Und das kündigt sich dann an ab dem 18. Februar, weil dort die Planeten dann für den Rest des Monats sind. Und je mehr sie auch sich mit guter Absicht nicht nur bemüht haben, sondern vor allem was verändert haben zu ihrem Besseren, gehandelt haben, was gemacht haben, werden sie dann auch Früchte aus ihren Bemühungen erfahren können. So, schauen wir mal weiter. Ja, wir haben ja jetzt Saturn ab Dezember 2017 in ihrem Beziehungshaus, ne? Und ich meine Beziehung mit den Mitmenschen oder mit einem Partner, was ja eine die engste Beziehung ist, ist an für sich das größte Karma-Thema, wo wir am meisten leiden oder auch am meisten wachsen können. Und über die zuvor gesagten Themen bedeutet dies, dass jetzt längerfristig, nicht nur für Februar, ja, auch das Erkennen von Schwächen in der Beziehung ein großes Thema ist. Und Saturn ist ein trennender Planet. Und Saturn will Fehler entdecken. Da hat er die größte Freude daran. Und er steht bei Ihnen im Beziehungshaus. Was bedeutet das? Sie können vor Saturn nichts verbergen. Wenn in Ihrer Beziehung Schwächen da sind, wird Saturn die nächsten Monate, muss jetzt nicht nur im Februar sein, schonungslos offenlegen. Und das Risiko, wenn hier nicht dran gearbeitet wird, einer Trennung ist einfach größer. So lautet also mein Rat, weil wir ja vorher gerade über Schwächen gesprochen haben, auch mal stärker anzuschauen, inwieweit Ihre Beziehung auf den Pfeiler Vertrauen, Respekt und Liebe fußen. Und dann ist es so, dass Ihr Zusammensein mit dem Partner ja immer so sein soll, ein Tag schöner wie der nächste, ja, und nur oft ist es ja so, wie man gesehen hat, wie war denn die Beziehung der Eltern, naja, die haben sich ausscheiden lassen, oder wenn ich bei den anderen schaue, ja, im Fasching, da gehen ja auch viele fremd, ja, mei, das passiert mir halt auch mal. Natürlich muss man sich dann auch mal vergeben und man darf nicht immer nachtarocken, aber es für die Zukunft besser machen. Und mit Saturn in Haus 7 haben Sie eine gute Zeit, jetzt hier nochmal sich ein klareres Bild auch davon zu machen, wo viel Fehler in einer Beziehung, in Ihrer Beziehung sind, oder wenn Sie in keiner Beziehung sind, welche Blockaden da sind, dass Sie sich schwer tun, eine lockere Beziehung mit dem anderen aufzubauen oder auch gar nicht in eine Beziehung zu kommen. Denn nochmal, wenn ich auch allein und isoliert bin, und darunter leide, dass ich nicht in einer erfüllten Partnerschaft zu tun habe. Das hat was mit Ihnen zu tun. Da sind Sie kein Opfer, sondern Ihre Schöpfungshandlungen der vergangenen Jahre, wie Sie sich in Ihrem Bewusstsein, in Ihrer Einstellung entwickelt haben, hat dazu geführt, dass Sie dort sind, wo Sie heute sind. Das haben Sie sich selbst erschaffen. Und wenn Sie mit dem Ergebnis dann nicht zufrieden sind, weil Sie lieber in einer erfüllteren Partnerschaft leben wollen, was ja auch ein sehr guter Gedanke ist, dann wäre jetzt die Frage, was verändern Sie an sich, was müssen Sie in Ihren Beziehungsqualitäten verändern, damit Sie morgen in einer oder übermorgen in einer erfüllten Partnerschaft leben können. Und bitte bedenken Sie, die Sterne geht es auch darum zu meistern, sprich den Einfluss der Gestirne durch die eigene Entwicklung zu überschreiten. Das ist auch das Ziel. Denn sie sind Spirit, sie sind Geist.
Sie sind Seele aus dem göttlichen Ozean. Und je mehr Sie in diese Qualitäten hineinwachsen, umso mehr werden Sie aus diesen Begrenzungen ausbrechen. Aber das setzt voraus, das zu wollen. Und ja, jetzt haben Sie Saturn in Haus 7 im Beziehungshaus und so können Sie Ihre Beziehungsqualitäten auf eine neue Stufe emporarbeiten. Rahu ist immer noch in Haus 2. Das bedeutet, es gibt ein Arbeiten an materieller Stabilität, ja, dass Ihr finanzieller Pfad, da werden Sie Energie einsetzen, dass Sie Ihre finanziellen Verpflichtungen immer besser wahrnehmen können. Natürlich werden Ihnen da auch gewisse Instabilitäten und Unsicherheiten noch mehr bewusster. Und was Sie verändern müssen, damit Sie halt zu einem stabileren finanziellen Pfad kommen. Aber wichtig ist, dass die Energie da auch reingeht, denn natürlich können Sie nur dann innere Stärke entwickeln und innerlich stabiler werden, wenn Sie auch außen mit dem materiellen, finanziellen Leben Frieden haben. Ganz einfach gesagt, Sie können sich nicht hinsetzen und in Ruhe an Ihren eigenen inneren Schwächen arbeiten, wenn Sie gleichzeitig ja, sich darum kümmern müssen oder sorgen, wie zahle ich morgen meine Miete. Und mit Rahu in Haus 2 geht es noch ein paar Monate stark darum, hier wirklich auch Ihre finanzielle Stabilität zu verbessern, die dann wiederum dazu führt, dass Sie auch innerlich stabiler werden. Ja? Also das wirkt schon auch zusammen. Ohne äußere Stabilität auch keine innere Stabilität. Aber umgekehrt gilt es auch, gell? Ohne innere Stabilität kann man auch keine äußere Stabilität aufbauen. In beiden Bereichen brauchen wir eine gewisse Sicherheit. Ja, Mars ist immer noch im sechsten Haus, da bleibt auch den ganzen Monat. Das ist eine hervorragende Energie, um ungelöste Probleme mit Willenskraft, Tatkraft, Mut, Unerschrockenheit, Direktheit anzugeben. Also wenn Sie nur irgendwas vor sich herschieben, was Sie nicht angepackt haben als Problem, dann sage ich zu Ihnen, Attacke jetzt los. Jupiter in Haus 5 lässt Sie bis Oktober, ist ja noch in dieser Position, nicht nur eben im Februar, sondern die ganzen nächsten Monate, immer noch sehr gut Sinn finden, Freude haben in Ihrer Beziehung zu Ihrem Kind oder Kindern, in der Ausrichtung damit, sich mehr Ihren Talenten zu widmen. Ja? Das ist ja generell eine wichtige Aufgabe im Leben eines Menschen. Und so haben Sie Jupiter hier in einer sehr glücklichen Position. Das bedeutet, Sie erfahren auch sehr viel Freude und Sinn in Ihrem Leben. Gut, das war's für Sie gewesen. Aszendent Krebs, der Monat Februar 2008. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung. Bitte bedenken Sie, dass diese Deutung auf Ihrem Aszendenten basierte. Ja, wenn Sie diesen nicht kennen, können Sie ja Ihren Aszendenten bei mir gerne erfragen. Dazu ist unterhalb dieses Videos ein Link für Sie vorbereitet, damit Sie wissen, welcher der 12 Aszendenten für Sie maßgebend ist, um das richtige Video der 12 pro Monat auch finden zu können. Außerdem können Sie mit dem gleichen Link auch anfordern, den Planeten, der Ihre Seele beschreibt. Ja, das ist ein weiteres Gratisangebot, denn der sogenannte Seelenplanet ist der wichtigste Planet im indischen Horoskop. Und der sagt viel mehr aus, ja, wie Aszendent oder Sonnenzeichen. Nun gehen wir weiter, und zwar ist es auch so, dass ich Sie ja informiert habe, nochmal die Erinnerung, achten Sie darauf, wir haben eine partielle Sonnenfinsternis am 15. Februar, es macht nicht Sinn in der Zeit zwischen dem 12. und dem 18. Februar ein wichtiges Vorhaben zu starten, denn das liegt unter dem Einfluss dieser Eklipse und dann sind die Erfolgsperspektiven Ihres neu gestarteten Projektes, meinetwegen Firmengründung, neuer Arbeitsbeginn, Eheschließung, wenn Sie solche
Termine in dieses Zeitfenster legen, wäre aus Sicht der indischen Astrologie weniger zu raten. Dann, ja, nochmals die Erinnerung an die Einladung. Melden Sie sich an, wenn Sie mehr über Ihre Zukunft wissen möchten. Ich lade Sie ein zur Gratis-Zukunftsblick-Erforschungsreise über 5 Tage ab 3. Februar. Sie können sich auch dazu unterhalb dieses Videos an diesen Link wenden, um sich dadurch auch eintragen zu können. Dann nochmal die Erinnerung von meiner Frau, die verbleibenden 4 Horoskope für ein Jahreshoroskop, meine Sterne 2018. Noch 4 sind frei. Dann wird das Angebot runtergenommen. Wundern Sie sich deshalb nicht, wenn der Link nicht mehr funktioniert, dann sind die letzten 4 jetzt weg. Sie hat sehr viele gemacht und irgendwann muss man dann ja auch die Aktion schließen für die Deutung des Jahres 2018. Deswegen wird es jetzt nur noch mit 4 Stück angeboten. Sie sehen ja, es waren noch vor kurzem 6. Und Sie können auch hier unterhalb des Videos den Link dazu finden, wie Sie auf die Seite meiner Frau gelangen. Ja, das war's nun mit den Deutungen für Februar 2018. Ich wünsche Ihnen natürlich, ja, in der Bewältigung Ihrer Herausforderungen eine gute Entscheidung, dass Sie auch immer die Chancen und Möglichkeiten sehen und dadurch zu einer Lösung kommen, um den für Sie bestmöglichen Weg auch im Februar 2018 begehen zu können. Außerdem freue ich mich natürlich schon wieder Ende Februar, wenn es dann wieder darum geht, die planetare Großwetterlage für März 2018 mit Ihnen zu besprechen. Also, bis dorthin, alles Gute!